Hi Leute und willkommen zurück zu Ghost of Tsushima. Im Ende des letzten Parts, ganz plötzlich, hatten wir einmal Bescheid gesagt, Fürst Shimura, dass der Schmuggler mit seinem Boot auf dem Festland Bescheid sagt. Und ich dachte, ja, jetzt kriegen wir wieder so ein klein bisschen, wir machen kurz Pause, treffen uns woanders, weil es hieß, ja, wir bereite dich schon mal vor. Und dann, out of nowhere, dachte er, okay, wir reiten los. ja, Krieg, Verderben, wer weiß das schon, was kommt. Aber anscheinend reiten wir zu dem nächsten Kampf. Ich sehe euch stets an, wenn ihr mich etwas fragt. Mit 10 Sekunden Vorbereitungszeit. Wie habt ihr Goro kennengelernt? Ich erwischte ihn beim Verkauf von verbotener chinesischer Seide. Ich verbrannte seinen Bestand und ließ ihn gehen. Er hat dem Shogun getrotzt. Es war riskant, ihn nicht hart zu bestrafen. Ein Samurai sollte stets das rechte Maß kennen. Zu milde und er verliert seinen Respekt. Zu hart und er verliert seine Chance. Die Mongolen haben viele Schiffe. Kann Goro sie alle umgehen? Ihm bleibt keine Wahl. Was machen wir, wenn sie uns erwischen, mein Herr? Fürchtet den Tod nicht, Kotaro. Lebt voller Mut und vergesst nie jene, für deren Schutz ihr kämpft. Fürst Shimura! Goro, wo ist euer Boot? Hier lang. Es freut mich, dass ihr lebt, mein Herr. Danke, dass ihr eure Schuld begleichen wollt. Ich gebe mein Bestes. Doch ich fürchte, die Mongolen versenken mich, bevor ich weit komme. Sie haben einfach zu viele Augen auf dem Wasser. Vielleicht können wir sie irgendwie ablenken. Steigt ab. Ab hier lauft ihr. Loot? Nö. Talismane, glaube ich, lassen wir so. Das Töten eines taumelnden Gegners stellt 10% der Gesundheit wieder hin. Geht das höher? Natürlich nur auf 20, okay. Das können wir versuchen. Vor Mitodakel. Mein Vater eroberte diese Festung vom Yarikawa-Clan. Jetzt haben es die Mongolen. Wie überrascht die sein werden, wenn zwei Samurai es ihnen wieder wegnehmen. Wenn wir im Fort genug Lärm machen. Schauen die Besatzungen der Schiffe zu uns, nicht aufs Wasser. Goro, wir sorgen dafür, dass der Feind aufs Fort schaut. Segelt los, wenn ihr Kampflärm hört. Ihr werdet sterben, mein Herr. Überbringt einfach meine Botschaft. Die Pferde verraten uns nur. Wir gehen zu Fuß, Fürst Sakai. Das Wasser. Können wir nicht ein Boot nehmen? Feuerpfeile. Okay. Moment, fliegt das? Ne, das sah nur so komisch aus. Ich habe eben gedacht, das schwebt auf dem Wasser oder über dem Wasser. Was sah nur? Die mongolischen Armeen sind beachtlich, doch unser Angriff wird sie überrumpeln. Beten wir, dass sich das bewahrheitet. Sie sind in der Überzahl, können aber nicht alle gleichzeitig angreifen. Wie lange bleibt uns das Überraschungsmoment? Nur bis wir den Gegner sehen. Dann schlagen wir zu. Hörst du mich? Warum? Hallo? What the fuck? Mongolen voraus! Ja. Wir könnten ausweichen. Wendet deinem Feind den Rücken zu und ihr sterbt mit einem Schwert darin. Oh.
Tsushima! Von Alinzek! Wir sind im Vorteil! Über die Brücke! Haben wieder mal nichts gemacht. Seid ihr bereit, Onkel? Tötet die Stärksten zuerst! Pfeile. Es kommen noch mehr aus den Toren. Stirbt in das Loot liegen. Es ist ja... Kann man nicht sein. Pass auf. Jetzt rennt er weg. Hallo? Ach ja, als wenn ihr alle nur normale Pfeile habt. Pass auf. Das waren dann alle. Vorwärts durch das Tor. Der Bogen, Feuerpfeil. Ich bin stolz, mit euch zu kämpfen, Jim. Seht, wie der Gegner euch fürchtet. Ihr seid ein wahrer Krieger. Hab Dank, okay. Gleich kriegen wir auf die Schnauze. Machst du das Tor halt bitte auf? Ah, Bogenschützen, in Deckung! Wir müssen durch das Tor. Verwüstet das ganze Tor! Ihre Schiffe sollen sich hierher wenden, nicht zu Goro! Doch hier noch nicht fertig. Warum haben wir das Tor wieder zugemacht? Hallo, hoch, danke. Geh da hoch. Geh da hoch. Von Lanningzeit, Tübe!
volle Aufmerksamkeit. Tötet sie alle! Selbst andere NPCs haben mit diesen scheiß Speergegnern Probleme, ey. Feuerwehr! Wir haben eine Horde! Unser neues Ziel! Kämpft euch zum Turm, Jin! Mäht sie nieder! Habe ich hier genug Pfeile eingesammelt? Könnt ihr nicht einfach mein Inventar voll machen, Leute? Wer das? Bleibt an der Kante stehen, Alter. Komm wieder. Da ist Goros Boot.
Wir haben ihm Zeit verschafft, aber nicht genug. Sie haben ihn entdeckt. Und ihre Schiffe sind schneller. Unsere Männer sind schutzlos. Nein, sie haben uns. Und wir haben eine Watcher. Eine Waffe des Gegners, nicht der Samurai. Das Einzige, was zählt, ist, unsere Männer zu retten. Ihr beherrscht dieses Gerät? Ich lerne schnell. Zerstört die Mongolenschiffe. Und überlasst die Wachen mir. Onkel. Hier werden wir nicht sterben, mein Junge. Die Mongolen schicken Enterkommandos. Haltet Goro die Boote vom Leib. Es klappt. Die Mongolenschiffe brennen. Nicht nachlassen. Goro muss ihnen entkommen. Schützen auf dem Strand. Nicht zögern, Goro. Die Groß kann ich auch beschießen. Noch mehr Schiffe. Durchhalten, Goro. Goros Schiff brennt. Er schafft es nicht. Schützt ihn. Wir dürfen nicht scheitern. Okay, auf die Großen muss man mehr drauf. Die Mongolen schicken Enterkommandos. Haltet Goro die Boote vom Leib. Es klappt. Die Mongolenschiffe brennen. Nicht nachlassen. Goro muss ihnen entkommen. Da, an den Lüttenschiffen muss gefühlt nur einer treffen. Schützen auf dem Strand. Nicht zögern, Goro. Noch mehr Schiffe. Durchhalten, Goro. Geschafft, Goro. Holt Hilfe beim Shogun. Geschafft. Ich wusste es. Ihr beweist, dass man Mongolen aufhalten kann. Ihr lehrtet mich den Kampf. Ich darf euch nicht enttäuschen. Das habt ihr noch nie. Ich bin stolz auf den Krieger, den Mann, der ihr nun seid. Jin, meine Nachricht an den Shogun enthielt eine Ankündigung. Ich wünsche euch offiziell als Sohn zu adoptieren. Onkel. In meinem Herzen wart ihr stets Erbe meines Vermächtnisses. Wenn der Krieg endet, machen wir es offiziell. Eines Tages sieht unser Volk in euch seinen Anführer.
Ihr werdet sein ehrenhafter Jito. Gestützt durch die ganze Macht des Shoguns. Aha. Ich hoffe, ich diene ihm so gut wie ihr. Das wird nichts. Das werdet ihr. Wir müssen fertig sein, bis die Verstärkung des Shoguns kommt. Was befehlt ihr? Holt euch die Rüstung eures Vaters zurück und rekrutiert die Menschen von Yarikawa. Wir werden sehen, wie verlässlich eure Freundin ist. Ich suche Yuna auf und hole meine Rüstung aus Omi zurück. Wenn ihr bereit seid, trefft mich in unserem Lager in Kubara. Dann werden wir Kotun-Kan meine Burg entreißen. Und unsere Heimat retten. Als Vater und Sohn. Der Shogun persönlich wird unseren Sieg feiern. Wir werden uns bald wiedersehen. Bis dahin, seid auf der Hut. Okay, wo sind wir hier oben? Das wird das, unsere Rüstung. Hier oben. Okay, das heißt, da haben wir noch genug Zeit. Erstmal noch die Nebenquest zu machen. Seine, das ist dann die letzte. Dann sind wir den für immer los. Mein Herr, bitte, helft mir! Sind eure Klingen noch in Ordnung? Sonst sagt Bescheid. Kenji, was macht ihr denn hier? Fürst Sakai! Meine Gebete wurden erhört. Das wird sich noch zeigen. Was ist los, Kenji? Ich schulde einem Banditen Geld. Gon, dem Schlechter. Dann bezahlt ihn doch. Werde ich? Doch ich soll mitten ins Nirgendwo kommen. Bestimmt schlitzt er mir die Kehle auf. Was genau habt ihr ihm denn getan? Er hat eine Ladung Sake und Medizin bezahlt. Und ich habe etwas davon abgezweigt für die Flüchtlinge aus Izuhara. Dachte, er merkt's nicht. Man kann den Menschen auch anders helfen, Kenji. Mein Herr, ich bin ein Idiot. Wissen wir schon. Ich soll euch da wieder rausholen. Könntet ihr nicht heimlich zusehen, falls Gon irgendetwas versucht? Wenn er ihn verjagt, setzt er nur ein Kopfgeld auf mich aus. Eure Absichten waren diesmal edler als sonst. Ich helfe euch. Hab Dank, mein Herr. Thank you.
Wo ist das Geld für euren Banditenfreund? Keine Angst, ich habe es. Gon wartet bei einer Brücke auf uns. Ist nicht weit entfernt. Geht voran. Eine Brücke. Hat eine Nummer mit einer Brücke nicht schon mal. In solchen Situationen fürchte ich mich jedes Mal aufs Neue zu Tode. Ihr wollt eure Nerven schonen? Dann bestehlt keine Mörder mehr. Beim ersten Mal war Gon nicht einmal wütend auf mich. Wie oft habt ihr ihn schon hintergangen? Dreimal. Bleibt lieber im Sarke-Geschäft. Sogar das kann gefährlich sein. Meine erste Fuhre borgte ich mir aus einem Kloster. Ihr habt Mönche bestohlen. Ich dachte mir, die sind gütig, wenn sie mich erwischen. Interessante Strategie. Könnte man meinen. Es waren aber Kriegsmönche. Bruders, Schwerter und Speere. Ich glaube, die jagen mich immer noch. Ihr seid viel beschäftigt. Ich weiß, mein Herr. Der Ärger verfolgt mich einfach. Ihr verfolgt den Ärger, Kenji. Fragt euch doch mal, warum. Wir treffen uns auf dieser Brücke. Halten wir mal an. Geht zur Brücke. Ich postiere mich irgendwo mit dem Blick auf Gon. In Ordnung. Wenn etwas schiefläuft, gebe ich ein Signal. Dann rufe ich. Wie schön, euch zu sehen! Wie ihr wollt. Banditen. Eine Falle. Ich muss Kenji schützen. Am besten lautlos. Sie sehen mich, wenn ich da lang gehe. Wir hätten uns doch in der Bucht treffen können. Das ist nicht nötig. Wir vertrauen einander. Habt ihr das Geld? Natürlich. Tut mir leid wegen der fehlenden Sache. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Macht euch doch deshalb keine Sorgen. Ich will mit euch über etwas anderes sprechen. Was immer ihr braucht, besorgt. Wart ihr jemals in der Asamogo? Schon viele Mal. Geschäftlich? Sicher. Warum? Mir ist ein Fischer aus Asamo begegnet, der für die Mongolen arbeitet. Anscheinend setzt ihnen der Geist schwer zu und ein Schmied wird vermisst. Glaubt ihr denn jede Geistergeschichte? Zuerst nicht. Aber eins fiel mir auf. Direkt vor dem Angriff des Geists war ein Händler in der Stadt, der Sake für die Mongolen hatte. Ich sage euch, so verdient man nicht sein Geld. Aber eine gute Ablenkung ist es, wenn man der Geist ist und schnell hinein und hinaus will. Ihr denkt also, der Geist zieht entfernt als Sake-Händler herum? Nein. Was soll ich also tun? Etwas aus der Asamo-Bucht holen? Wo ist er? Wer? Euer Freund. Der Geist. Ich nehme an, ihr habt ihn mitgebracht. Ihr glaubt. Das ist ein guter Witz. Lacht weiter, dann schnapp ich mir eure Zunge. Oh, wie schön, euch zu sehen. Was? Wie schön, euch zu sehen! Er weiß es! Wie schön, euch zu sehen! Auch noch Mongolen. Er bringt mich um! Er tötet mich! Tötet ihn zuerst! Tötet ihn zuerst! Er soll mich nicht umbringen! Hallo? Schieß doch! Hey, einfach schießen. What the fuck?
erholen. What the fuck? Was hab ich dafür? Deckung! Ich schulde euch mein Leben, Fürst Sakai. Schon wieder. Ihr schuldet mir weit mehr. Was immer ihr wollt. Sacke, Sattelpolitur. Vielleicht... Kenji, warum riskiert ihr euer Leben für Kleinigkeiten? Keine Kleinigkeiten. Ich brauche Essen, Geld, ein warmes Feuer. Ihr habt geholfen, Taka zu retten. Ihr habt Bedürftigen Medizin gebracht. Das war heroisch, oder nicht? Ihr habt ein Talent, Kenji. Also nutzt es doch. Zum Wohl unserer Insel. Natürlich. Ja, wie beim letzten Mal schon gesagt, hat nicht funktioniert. Ehre ist mein Fachgebiet. Okay, den sehen wir diesmal nicht wieder. Natürlich ist alles despawned. Jetzt ist da ein unbekannter Ort aufgetaucht. Warum? An den Rumpf. Die Brise. Die Mongolen haben uns so viel genommen. Und das vermisst du am meisten. Das war meine Auszeit. Dort fand ich gibt es kein Schwierig. Okay, da oben ist irgendwas anscheinend. Aber mehr noch. Du bist die Chance. Ich besuchte diesen Schrein regelmäßig bei Vollmond. Kommen wir da aber irgendwie hoch? Bilde ich mir das ein? Oder schmeckt die Hürde? Dann nicht. Hier gibt's nochmal eine Rüstung. Hier ist ihre Nebenquest. Machen wir die. Pardon. Sie hängt euch bloß genauso zum Hals raus wie mir. Und dann ja, machen wir die Adachi-Quest weiter.
5 von 9 ist das dann. Okay, bis dahin im nächsten Part. Ciao, Leute.